Ich habe eine Säulenheilige und das ist eine sächsische Dichterin. Ich komme aus Berlin und habe mit Sächsisch eigentlich wenig am Hut. Aber diese Säulenheilige Lene Vogt ist eine wunderbare Dichterin, die mundartlich die deutschen Klassiker verändert hat. Und ich möchte Ihnen gern vortragen den Erlkönig. Ey, Papa, der reitet mit Gustav, seinem Sohn, seit anderthalb Stunden durchs Rosendal schon. Der Doktor, der hat eine Bewegung empfohlen, die will sich der Alte nur jede Nacht holen. Sei kleiner, wird ängstlich um ihn. Gucke da, der Erlkönig spukt dort schon Gunter ganz nah. Ey, schau, dummes Kind, Bruder, Papa, zurück, du bist eben schon schläfrig. Da flimmert der Blick. Nee, kannst mir's glauben, dort feigst du im Busche. Das Mondlicht, das scheint direkt auf die Gusche. Ich weiß gar nicht, Gustav, was du heute hast. Es ist weiter nicht wie ein schimmlicher Ass. Nee, es ist ein Kerl und tritt da, der schwärmen seine Dächter. Verbipst sind das Kinder. Die eine, die winkt mit dem Schnupptuch und lacht. Oh, Papa, ist das eine komische Nacht. Der Alte wird ärgerlich, reitet wie dumm und mint zu sein Jung. Du, dreh dich bloß nimmer um. Und doller noch reitet der Alte drauf los. Hochfliegende Fetzen von Erde und Moos. Der Gaul schnauft wie närrisch, werft der Mähne gen Himmel und Mähn. Was mein Reiter ist, der hatte Fimmel. Nun endlich da landen sie, es wird schon bald helle. Der Alte greift hinter sich, leer ist die Stelle. Da ruft er und kratzt sich dabei hinter den Ohren. So ist richtig, jetzt habe ich den Gustav glücklich verloren.